Goedenavond. Begin jaren 70 is het Nederlandse clubvoetbal op zijn top in de wereld. Vlak over de grens, bij Rot-Weiss Essen, voetbalt in die jaren een Nederlandse ster in de Duitse Bundesliga. Willy Lippens, door zijn waggelende manier van lopen, Ente, Eend genoemd. Ik ben er 100% van overtuigd dat ik Duitsland erschossen hätte 1974. Dat weet ik. Weil alle Angst, alle Verteidiger in Deutschland hatten Angst, wenn die mich gesehen haben. Ich hab die meisten, die konnten mich nicht ausschalten. Knappe 19 Jahre alt war ich. Und da bin ich aus Kleve nach Essen gekommen. Und dann habe ich hier gewohnt, weil wir waren drei Zimmer. Das war mein Eingang. Ich musste auch immer, abends bin ich dann rund übers Stadion gekommen und dann bin ich hier rein. Und dann, das war mein Hauseingang. Ja, heute hat sie, oh, heute sieht er ja richtig, ist heute Jugendraum geworden. Oder Fanclub, ja, Fanclub ist hier zu Hause. Und hatte ich mein Zimmer. Ja, aber interessant war eben, wenn ich also morgens aufgewacht bin, die Toilette war ja unten, und dann bin ich also runter zur Toilette, habe mich gewaschen etc. Und dann habe ich als erstes immer einmal ins Stadion geguckt. Da habe ich die Türe aufgemacht und habe einmal im Stadion angestanden und gesagt, Mann, hier müssen Sie mal reinhauen, nicht, oder? Ja, dann kannst du schön träumen als junger Mann. Willy Lippens, ein Duits sprekende Nederlander. Opgegroeid in de buurt van Kleve, vlak over de grens bij Nijmegen. Zijn vader is een Nederlander, zijn moeder Duitse. Als Nederland tegen West-Duitsland speelt, zoals in 1956... hebben Willy en zijn vader een duidelijke favoriet. Ja, ik heb natuurlijk zu Holland gehalten. En ik heb in dem moment, wo Deutschland gegen Russland gespielt hat, heb ik met Russland gehalten. En wenn die gegen England gespielt haben, heb ik met England gehalten. Ik war halt so erzogen, dat ik immer... Also auch nicht mit Deutschland gehalten habe dann. Und so war ich eben erzogen. Das saß eben drin. Die Anti-Duitsland-Houding heeft alles te maken met wat er met Willys vader tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. De nazi's willen dat hij, als Nederlander, Duitsland steunt. Man hat ihn dann auch geholt und man hat ihn gefragt, willst du nicht auch für uns kämpfen und so? Und dann hat er gesagt, nein, ich mach das nicht. Lehnt das Ganze ab und dann haben sie ihn verhauen im Keller, einmal die Woche erstmal. Was haben sie denn dann gemacht mit ihm? Ja, richtig mit Stöcke haben sie ihn richtig verhauen. Ja, und da musste dann, wurde er wieder nach Hause geschickt und dann haben sie ihn immer mal wieder geholt. Und so. Das war natürlich auch ja, scheiße im Endeffekt. Nicht? Ja, und das hat ihn geprägt natürlich und hat ihn dann auch so ein bisschen zum Deutschhasser gemacht, das ist doch klar. Het seizoen 70-71 is een topjaar voor Willy. Hij scoort aan de lopende band voor Rot-Weiss Essen. Zweinberg, wenig später flankte, machte zich die Ente ganz klein, om dan umso lauter Tor zu schreien. Dat was das 1:0 nach einer knappen halben Stunde Spielzeit. Schauen wir diesem Lippens, der in seiner Art wohl einmalig ist, gleich noch ein wenig zu. Wie er seine Gegner narrte. Seine Freunde hätten nur besser treffen müssen. Die Lauterer hätten hier ein Fiasko erlebt. Er wurde bei Beckenbauer, bei Rutte Netzer, Overath, Kurt Müller, ja, en Willy Lippens. Dat waren de grote giganten. Onberekenbaar. Wat die man deed was fantastisch. De mensen waren er weg van. En Willy, 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 ja, dat was het hele stadion stond op zijn kop. Am liebsten immer da, wo die Leute ganz dicht hinterm Tor gestanden haben. Da war immer richtig was los. Jawohl. Willy war ein Spieler,
wer heute dem Fußball fehlt. Er war nicht sehr schnell, aber wenn er am Ball war, hattest du keine Chance, an den Ball zu kommen. Er hat ihn wahnsinnig gut abgedeckt und er hat sehr gute Nerven gehabt. Wenn er also im Spiel irgendwo an den Ball kam, der andere, wenn der Gegner dahinter war oder hinter ihm stand, der wird nervös. Und er immer abgebrüht, clever, schauen. Wieder einmal zu Lippens, der zum zweiten Mal traf. 2:0 stand das Spiel zur Pause. Auch nach dem Wechsel stiftete Willi Lippens Unruhe. Weinberg verfehlt nur knapp. Geht man da mit einem besonderen Konzept in den Kampf, in das Spiel oder tun Sie das nicht? Ich muss sagen, dass ich vor dem Spiel mir wenig Gedanken mache. Für mich beginnt das Spiel mit dem Anpfiff. Mhm. Ente Lippens is op zijn 64ste nog altijd een komiek die de mensen graag vermaakt. Zoals in het commentaar van zijn oude filmpjes bij de beelden van een trainingskamp van Rot-Weiß Essen. We lachen ons manchmal halb tot. Oh, wat is dat denn? Gruppen 6 jetzt? Nein, das ist der Hintern von Peter Sanotsky. Ja, op het veld was het een clown, entertainer en voetballer tegelijk. Hij nam een corner, hij legde de bal neer, hij liep naar het publiek toe, pakte een petje van de fans en dan nam hij de corner. Geen probleem. Dat zijn dingen die vergeet je dus nooit meer. Zuerst musst du das Spiel gewinnen. Aber wenn das soweit ist, dass du das Spiel gewonnen hast, dann kannst du auch ein bisschen für die Leute machen, damit die Leute sagen, jawohl, jetzt haben wir Spaß hier, jetzt was los. Ja? Das war meine Art, Fußball zu spielen. Er war ein Spaßvogel. Das mochten die Menschen und deshalb ist er ein Spieler, der wahrscheinlich die nächsten 40, 50 Jahre bei den Menschen im Kopf sein wird. Lippens faam dringt auch door tot Ajax. Na ein Gespräch in 1970 lijkt een overgang naar de club van Zwart, Keizer en Cruijff slechts een kwestie van tijd. Ajax biedt bijna een miljoen gulden. Und in der Zeitung stand natürlich, dass ich zu Amsterdam zu Ajax wechseln wollte und dann Mannschaftsaufstellung und dann mit der Nummer 11 Willi und dann haben alle gepfiffen, alle 30.000 haben gepfiffen. Das war ein Theater und nach 10 Minuten im Spiel, da kommt eine Flanke und ich Volley hinein, 1-0 für uns und dann kippte das Ganze um und dann hat das Stadion gesungen, Willi, du darfst nicht gehen. Du darfst nicht gehen und die ganzen 90 Minuten dann praktisch immer wieder, Willi, du darfst nicht gehen. Und dann habe ich eine Gänsehaut bekommen. Maar het bestuur van Rot-Weiß Essen ist bang, dass die Fans in Opstand zullen kommen. Dus wordt Willi an sein Kontrakt gehouden. Was wollte ich machen? Ich hatte noch Vertrag bis zum Sommer. Früher waren die Verträge, die zählten ja noch was. Das war ein Mann, ein Wort und Verträge waren Verträge. Das ist heute etwas anders, aber war schade. Ich habe es bereut, ne, im Nachhinein sehr bereut. Ja. Ich wäre Europapokalsieger gewesen im Sommer, das erste Mal. Oranje-Bondscoach Fadronsch hat Lippens auch in de gaten. Maar aktiver ist der West-Duitse Bondscoach Helmut Schön. Hij benadert Lippens verschillende keren. Der hat also mich oft angerufen und hat gesagt, Mensch, der hat immer gesagt, Wilhelm, werden Sie Deutscher? So hat er mich immer angesprochen und dann spielen Sie bei uns. Nicht? Und da bin ich nachts noch nach Hause gefahren und habe dann gesprochen mit dem Vater und ja, aber du kennst meine Einstellung und was ich mitgemacht habe und alles drum und dran. Und ich sage aber, es ist für mich vielleicht besser, für Deutschland zu spielen. Zumal von Holland hatte ich noch nichts Konkretes. Ja, da war ich dann überrascht, wie der Alte dann gesagt hat, dann brauchst du nicht mehr nach Hause kommen. Das war natürlich eine harte Aussage, die ich so nicht erwartet hatte. Meine Mutter hat geheult, das war ein Riesentheater, das war richtig Krach zu Hause. Das war. Und was haben Sie dann gesagt? Ich habe nicht viel gesagt. Ich war fertig. Ich bin dann eine halbe Stunde später bin ich wieder nach Essen gefahren. In dieser Zeit gab es unerhört viele gute Einzelspieler. Helmut Schön hätte ihn gerne in die Nationalmannschaft genommen. Und das ist zu der damaligen Zeit sicher eine ganz besondere Auszeichnung gewesen.
Er war nicht einzuordnen. Und deshalb so Spieler, wo der Trainer sagt, vor dem Spiel der gegnerische Trainer, wo der sagt, ich weiß nicht genau, was er macht heute, wie er spielt, der ist für jede Mannschaft unerhört wichtig. Und das war er. Kort na het gesprek met zijn vader wordt Lippens geselecteerd voor het Nederlands elftal. Voor de Interland tegen Luxemburg in februari 71. Het is het begin van het grote oranje met spelers als Cruijff, Neeskens en Van Hanegem. Die mannschaft was riesig. Dat was een bomben voetbalmannschaft. Dat was sicherlich voor mij ook een eer wenn ik daar spelen kon. De Duits sprekende Lippens voelt zich niet op zijn gemak tijdens het trainingskamp in Zeist. Wim van Hanegem noemt hem voortdurend Donald Duck. Ja, Donald Duck is de beleidiging. Ik meine, wenn ich Ente heiße, is dat oké. Dan hätte man, er hätte mich ansprechen können, hätte sagen können, du hast einen tollen Spitznamen oder was weiß ich. Aber trotz allem hätte er dann, man hat mich, die Kollegen haben mich nie Ente genannt, ja. Und wenn ihr dann, guck mal, der Donald Duck und so, das ist schon nicht angenehm. Das ist schon im Prinzip Dummheit. De teamarts, Fritz Kessel, sieht het allemaal gebeuren. Hij begrijpt Willy's boosheid. Dat is toch passend in de humor van Van Hanegem. Ja. Die ente en eend, Donald Duck, punt. Ja. Hij had hem ook een van de andere sterren uit die verhalenbundel kunnen noemen. Donald Duck, klaar. En als hij dat niet kent en voortdurend als Donald Duck aangesproken worden, maar dat is erg. Dat is echt erg. In de bus, onderweg naar de Interland in de Kuip, loopt het uit de hand tussen aanvoerder Israël en Willy Lippens. Dan had de vader aan de radio gedreht en dan hadden we den deutschen WDR 2 of wat. Und dann kam eben, das macht der Nazi-Sender halt. Wie hat er gesagt? Ja, ich denke, dass das der Israel war. Op dit moment kann ich mir das nicht erinnern. Aber als das inderdaad so gebeurd ist, dann ist das, dann ist das gewoon dumm. Ich habe mich dann umgeredet und habe gesagt, also unsere Generation, wir brauchen das nicht. Also, und dann hat er so gemacht, komm, du bist ja auch so ein Halber oder so ähnlich. Das war auf jeden Fall nicht angenehm dann noch, vor dem Spiel noch, nicht wahr? Und ich hätte aussteigen müssen, normalerweise hätte da Ende sein müssen. Ja. Ja. Aber dann, ich hätte sagen müssen, anhalten, Tasche, auf Wiedersehen. Lippens spielt in der Vorhude mit Kaiser, Cruijff und FC Twente-Spieler Theo Paalplatz. Ich bin auch in Rotterdam gewesen, ja. Wie war das? Ach, war schön, die Erfahrung war gut. Ja? Ja, war sehr gut, schön. Mit Cruijff hat er zusammengespielt und so, war schon irgendwo beeindruckend. Rinus Israël ziet hoe Lippens 1-0 scoort tegen Luxemburg. Maar verder wordt hij weinig aangespeeld. Willy heeft het idee dat de positie van concurrent Piet Keizer moet worden beschermd. Ik denk dat de jongens van Ajax en ook van Feyenoord toch liever Piet Keizer hadden als Willy Lippens. Een beetje verstehe ik dat. Maar ik zeg maar, im Endeffekt verstehe ich es wieder nicht, weil jede Verstärkung, die dich stärker macht, alles das, was dich stärker macht als Team und dieses große Ziel vor Augen zu haben, das muss man normalerweise, wenn man das wegschickt, ist man auch dumm. De wedstrijd tegen Luxemburg eindigt in een 6-0 overwinning. Maar de familie Lippens heeft een slecht gevoel over de ervaringen rond de eerste Oranje Interland. War irgendwo doch enttäuschend für uns. Wir haben uns das nicht so vorgestellt. Fühlte Willy sich beleidigt durch die holländische Spiele? Nein, eher verletzt. Weniger beleidigt, eher verletzt. Ja? Ja. Denn er war ja nach dem Krieg geboren und hatte so diese ganze Zeit weniger mitbekommen. Zwar von zu Hause, die Gespräche. Aber wie nun wirklich die Holländer auf Deutsche reagieren, die Erfahrung haben wir nicht gemacht, erst in dem Moment dann. Ne? Lippens wordt de Interland daarop weer geselecteerd, maar hij moet door een blessure afzeggen. In de Bundesliga blijft hij fantastisch presteren. Voor Oranje wordt hij niet meer gevraagd. In 1974 is Willy in topvorm. En als het WK in West-Duitsland nadert, is er even hoop op een nieuwe uitverkiezing voor Oranje. De bal komt zu Lippens, artistischer Schuss, Farian. 66e minute, Lippens 2-0.
De nieuwe coach van Oranje, Rinus Michels, ziet het niet in Lippens zitten. Met Keizer voor zich en laat Renze bedenken. Ja, ik denk niet dat hij de aangewezen man was om die beide achter zich te laten. En ook nog dat hij zich in de groep niet echt happy voelde. Dus... Op het WK van 1974 speelt Lippens dus niet bij Nederland. En ook niet bij West-Duitsland, want dat is onmogelijk... omdat hij al voor Oranje is uitgekomen. Wat een juweel van een doelpunt! Ja, daar komt Rinus Israël. Rinus Israël valt in tijdens de halve finale tegen Brazilië. Ja, waar ik op Mallorca. Mallorca. Ik heb urlaub gehad. We hebben Sangrita getrunken. En... ich habe mir das Spiel auch nicht angeguckt, das Endspiel habe ich mir nicht angeguckt. Ich hab die ganze WM, habe nur Ergebnisse gesehen in der Bildzeitung oder so. Ich habe mich nicht interessiert für einzelne Spiele, das Endspiel Deutschland-Holland. Ich bin nicht zum Fernseher gegangen. Oder so. Zu viel Schmerz? Ja, habe mich nicht interessiert. Ich habe das Endspiel erst Jahre später habe ich das gesehen. Bonhoeffer, er komt vandoor en daar is de voorzet. Daar Milo binnen met de schietkant. Milo scoort 2-1. Zijn we er toch in getuigd? Zijn we er toch in getuigd? Aufgrund der zweiten Halbzeit, wo die Holländer so stark waren im Endeffekt, aber eben nicht fähig waren, ein Tor zu machen noch, da habe ich schon gedacht, dass da hätte ich schon einen gemacht, glaube ich. Ja. Aus den Chancen hätte ich ein Tor gemacht, ja. Wenn ich für Holland gespielt hätte, wäre Holland Weltmeister geworden. Und ich wäre der einzige Weltmeister in Deutschland gewesen. Sicher? Für mich sicher. Weil ich wirklich, ich konnte die Augen zumachen, geschossen, drin. Das war's. Ich hatte ein tolles Gefühl in diesen Jahren auf dem Platz. In 1976 nimmt Lippens Abschied bei Rot-Weiß Essen. Via Borussia Dortmund kommt hij in Amerika terecht. Daar gaat hij voetballen voor de club Dallas Tornado. Daar ontmoet hij in een duel met Chicago Sting Wim van Hanegem. De man die hem 8 jaar daarvoor nog uitmaakte voor Donald Duck. Lippens wint de wedstrijd. Ik heb hem zo gezegd wat ik over hem denk. Ja, ja. Okay. Dat was niet zo positief. Het was niet positief. Nee. Nee. Want ze willen die beweging niet maken, denk ik. Nee, dat brengt niks. Maar het was goed. Wie fühlen Sie sich? Ein Deutscher, Holländer? Was? Ik ben geen Deutscher. Das ist nun mal so, das kann ich nicht ändern. Ich bin halt anders geboren, mit einem anderen Pass. Aber ich fühle mich natürlich hier zu Hause. Hier ist meine Heimat. In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass du ein guter Europäer bist. Alles andere zählt ja nicht mehr. Alles andere ist Quatsch. Ich akzeptiere, wenn im sportlichen Bereich, egal wo, Rivalität noch herrscht. Ja, aber nicht mehr im privaten Bereich und so. Das muss endgültig vorbei sein. Eén keer is er nog een indringend gesprek tussen Willy en zijn vader. Over dat verbod om voor Duitsland te spelen. Ik heb niet daarvan angefangen. Mijn vader, kort bevor hij gestorven is, had dat thema nogmaals gebracht. Hij had gezegd dat hij een Fehler had. Wie war dat om dat te horen? Dat was. Ja, dat was. Ik wollte dat niet horen. Nee? Waarom niet? Nee, weil. Das hat mich traurig gemacht. Ich wusste jetzt auch, das ist zwar eines der letzten Gespräche, die wir geführt haben. Ich habe gewusst, wie schwer ihm das gefallen ist. Die Mutter hat auch geweint. Die Mutter ist ja auch Deutsche gewesen. Die war auch zu beiden Seiten hingezogen. Erstmal zum Vater, weil sie da einfach ihm Recht gibt oder sagt, wir machen das so. Und auf der anderen Seite war sie auch Deutsche, ne? Es ist ihm so schwer gefahren. Das ist, ich weiß, er hat geweint. Das war schlimm. Ja. Tut es noch immer weniger? Ja. Ja? Immer noch. Ja. Immer noch.